So. Da liegen wir nur. Oh Mann, schon wieder so ein Traum. Ich bin richtig matschig, fühlt sich an, als hätte ich gar nicht geschlafen. Wenn das so weitergeht, bleibe ich einfach schwach. Uff. Okay, hilft ja nichts. Aufstehen. So. Gut, da wären wir auch schon. Da bist du ja. Du stehst hier einfach so in deinem Topf, als sei nichts gewesen. Ich hatte eine ganz schöne unruhige Nacht wegen dir. Aber du hast gut lachen. Du musst ja nicht zur Arbeit. Wenn ich heute Abend Starrsand in, was, deinem Topf finde? Achso, Strandsand in deinem Topf finde. Gibt's Ärger. Das haben wir uns alles nur eingebildet, ne? Während der Uni habe ich mit meiner Mitbewohnerin jeden Abend gespielt. In den 1 gegen 1 Wikingerkämpfen hat sie mich immer fertig gemacht. Ich dachte, ich kann mir ein paar Zockerabende gönnen nach der Arbeit. Pustekuchen. Bisher ist die Kiste ausgeblieben. Na, oh, keine Freizeit. Huh. Ich habe einen Haufen Post bekommen, als ich hier eingezogen bin. Porcupine ist nicht groß, trotzdem war es irgendwie nett. Busfahrplan, Kulturbroschüre und ein Probeabo der Tageszeitung. Vielleicht werde ich ja mal zu einem Zeitungsleser. Dann kaufe ich mir so eine Brille, wie Ingrid sie hat. Wie niedlich. So, okay. Na dann. So, da sind wir also in Porcupine. Und sind hier auf der Straße. Komme ich da oben hoch? Jo. Ich kann hier aber nicht klopfen. Okay. Oh, wie schön das ist. Manche haben eine Bäckerei im Laufweite. Was? Oder ein Supermarkt. Ich habe einen Altkleidercontainer. Das ist doch auch praktisch. Oh, er sieht alles so ein bisschen so negativ, ne? Der Finley. Oh Mann. So, guck mal. Oh, ich höre das Wasser. Geht's hier zum Strand? Gehen wir mal hier gucken. Uff, da kommt ein fieser Geruch raus. Entweder steht dort schon seit Jahren das Wasser oder hier wohnt ein Gruselclown mit extrem starkem Mundgeruch. Was für ein Zufall. Erst vor kurzem habe ich erst die S Teil 1 und 2 gesehen. Wie witzig. Hier scheint jemand eine Angelstelle aufgebaut zu haben. Auf dem Campingstuhl liegt ein Zettel. Lieber Lesender, Zeit und Ort sind zwei lose Fäden, die nicht immer zusammenfinden. Manche mögen es Schicksal nennen. Ich nenne es Chaos, Ordnung, Leben. Und du? Wie du gerade diese Notiz wahrnimmst, bist ein Teil davon. Schätze dich glücklich. Aber wehe, du setzt dich auf meinem Stuhl. Ich merke es sofort, wenn du dich auf meinen Platz setzt. Gruß F. Scheinbar ist hier schon reserviert. Komm ich da? Nein, okay. Nur mal probieren. So, wir erkunden erstmal die Stadt. So ein bisschen. Eigentlich will ich oben drauf. Ja. Irgendwie schön, wie die Züge in der Ferne fahren. Ich bekomme immer selbst Fernweh, wenn ich einen Zug sehe. Wo sind denn da Züge? Okay. Er sieht sie, wir nicht. Oh. Hier scheint es also nicht weiterzugehen. Gut. Das ist echt schön. Auch die Musik und so. La la la. So. Hallo, guten Tag. Na, dann gucken wir mal. Hier wohnen wir, ne? Okay. Oh. Seitdem ich hier wohne, steht das Fahrrad hier. Also entweder wurde es hier vergessen, oder hier ist es gerade keine Fahrradsaison. Wenn es im Winter noch hier steht, werde ich es mitnehmen und aufpäppeln. Na, oh, das ist eine schöne Idee. Das finde ich eine echt schöne Idee. So, warte mal.
Guten Morgen, Finley. Spät dran? Hey, Susi. Ja, hatte eine unruhige Nacht. Verrückter Traum. Ach ja, sowas kenne ich auch. Ich träume in der Regel gar nichts. Manchmal träume ich aber, dass ich laufe. Einfach so auf der Stelle. Kommt bestimmt von der Arbeit. Ich habe gehört, dass Louis Colbert auch gerade schlecht schläft. Er macht sich Sorgen um den Laden. Die Leute kaufen einfach nicht mehr so viel Briefpapier wie früher. Ich meine, mir soll's recht sein. Da habe ich weniger zu schleppen. Bist du denn schon auf einer Tour? Oder auf deiner Tour? Was denkst du? Ich bin schon fertig und überlege gerade, was ich zum Mittag essen soll. Zum Mittag? Du hast echt einen besonderen Tagesrhythmus. Briefe können eben nicht laufen. Ich sollte das aber jetzt mal tun. Lass dich nicht aufhalten, verlauf dich nicht. Das passiert, wenn man die Stadt nicht so gut kennt wie ich. Okay, wir haben im Handy was. Gucken wir mal nach. Notizen. Susi? Susi ist die einzige Postbotin in Porcupine. Sie kennt alle, vielleicht sogar ein bisschen zu gut. Ich werde das Gefühl nicht los, dass sie ein wenig zu neugierig ist. Na, wie niedlich. So. Weiter geht's. Oh, eine Bushaltestelle. Da hängt ein Zettel. Leider kann der Bürgerbus bis auf unbestimmte Zeit nicht verkehren. Wir bitten um Ihr Verständnis. Sehen Sie es positiv. Zu den aktuellen Spritpreisen läuft es sicher schon viel leichter. Wir hoffen, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Das kommt mir gerade recht. Wieso habe ich mir denn ein Monatsticket gekauft, wenn der Bus nur mal einmal im Monat kommt? Man kennt's. So. Von hier komme ich zur Altstadt und zur Einkaufsstraße. Schon seltsam, was in einer Kleinstadt als Einkaufsstraße durchgeht. Ich weiß nur, dass Pina dort ihren Laden hat. Ich sollte mir die Straße aber mal in Ruhe angucken, wenn ich frei habe. Aber die Altstadt verdient ihren Namen. Kleine, alte, schiefe Häuschen, das Rathaus, der Stadtbrunnen und natürlich das Gilberts. Die beste und einzige Kneipe in Porcupine. Und die allerbeste Sache, beide Wege führen's aber zum St. Ursula Krankenhaus. So, oben ist die Altstadt. Gehen wir erstmal oben gucken. So. Ach, wie schön über die Brücke. Es ist so klar, dass man den Perlenbellwald von hier aus sehen kann. Perlenebenwald vielleicht? Ich hoffe. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Entschuldigung. Ich mag diese morgendliche Herbstluft. Schade nur, dass ich nicht mehr Zeit habe. Ich hätte nichts dagegen, mir einen Kaffee zu holen und hier zu frühstücken. Warum machst du das dann nicht einfach? Ich meine, ja, man hat seinen Alltag und so, ne? Aber man muss auch Freizeit mal haben. Ich glaube, darum geht's auch in dem Spiel. Dass man sich auch mal Zeit für sich gönnt. Für sich selber. Nur für sich als Person. Ohne irgendjemanden. Einfach mal Zeit für sich. Mein lieber Herr Gesangsverein, Sie sind aber flink zu Fuß. Werden Sie von einem rollenden Felsbrocken verfolgt? Guten Morgen. Nein, nein, ich bin nur zu spät. Zu spät, also wissen Sie, mit jedem Jahr, das ins Land streichen, habe ich mich von der Idee entfernt. Von welcher Idee? Von der Idee des zu spät kommens. Sind Sie neu hier? Ich habe Sie noch nie gesehen. Ja, tatsächlich. Ich habe vor einigen Wochen im St. Ursula Krankenhaus angefangen. Sie sind also Doktor? Ja, also fast. Ich bin Assistenzarzt. Das ist hervorragend. Leute wie Sie tun Porcupine gut. Mein Name ist Adele von Witterstein. Ich bin die älteste Mitbürgerin von Porcupine. Ach, Mitbürgerin, Entschuldigung. Mitbürgerin von Porcupine.
ich habe viele kommen und gehen sehen. Manche hatten es eilig, manche sind bis heute geblieben. Aber sie scheinen es eilig zu haben, Herr Doktor. Ja, aber nur, um zur Arbeit zu kommen. Flotte Füße sollte man keine Steine in den Weg werfen. Entschuldigen Sie, ich habe da so ein bisschen was im Hals. Aber wenn Sie mal etwas Zeit übrig haben. Ich weiß eine Menge über diese Stadt. Sie können mich jederzeit fragen. Ja, ich komme sehr gerne darauf zurück. Danke fürs Angebot. Sehen Sie es als meine Berufung an. Und jetzt voll Dampf, sonst sterben noch mehr Personen vor mir. So, ist ja witzig. So, was haben wir denn hier? Adele. Adele von Witterstein. Anmutig, elegant, exzentrisch. Ich habe sie heute Morgen auf dem Marktplatz kennengelernt. Sie scheint eine Menge über die Geschichte von Porcupine zu wissen. Ich war noch nie sonderlich an Geschichten interessiert, aber ich möchte ein wenig über meine neue Heimat lernen. Wenn ich etwas Zeit habe, sollte ich wieder mit ihr sprechen. Ja, ich glaube, das geht so ein bisschen... Ich glaube, es geht so ein bisschen so um dieses, ja, sich um sich selbst kümmern auch. Das ist das Gilbert. Hier kann man gut hingehen. Man hat aber auch eigentlich keine Alternativen. Ich werde mich bei Zeiten mal wieder hier blicken lassen. Guten Morgen, Giuliano. Lange nicht mehr gesehen, Finlay. Ja, lag... eine Weile flach. Ich sehe es, dein Pflaster hat dich verraten. Ist denn alles in Ordnung? Ich komme klar, ja. Dann bin ich mir sicher. Wenn du die Beule mit einem kalten Getränk kühlen willst, bist du hier jederzeit willkommen. Danke, Giuliano. Ich komme gerne mal wieder vorbei. So, den haben wir jetzt auch kennengelernt. Wir lernen jetzt alle kennen wahrscheinlich erstmal. Moment, ah da. Ich mag den guten alten Giuliano sehr. Er betreibt das Gilberts, die einzige Kneipe in Porcupine. Ich war schon ein paar Mal hier und hatte meistens einen guten Abend. Es kam aber mal zu einer Auseinandersetzung mit einem gewissen Ralph. Aber solche Zankereien gehören wohl zum Alltag eines Kneipenwirts. Es ist die Ruhe in Person. Ja, so kann ich mir das auch vorstellen. Deswegen auch Schildkröte wahrscheinlich. So. Das ist also die Altstadt. Ach, hier ist der Brunnen. Ach, wie schön. Den haben wir unter Wasser gesehen. Das ist der große Stadtbrunnen. Er zeigt Ninoslav Honoratus, Gründer von Porcupine. Was ist los, Nino? Warum läuft das Wasser nicht? Scheint kaputt zu sein. Jetzt würde ich die Einkaufsstraße auch gerne nochmal sehen. Weil hier geht es ja wahrscheinlich jetzt zum Krankenhaus. Gehe ich mal von aus. Ja, hier geht es zum Krankenhaus. Ich bin gewollt, nochmal zurückzugehen. Ich würde gerne unten die Einkaufsstraße gerne einmal nochmal begutachten. Da treffen wir bestimmt auch nochmal Leute. Bevor wir... Obwohl, wir sind eh spät dran, ne? Wir sind spät dran. Ich fitsch ja schon. Wie niedlich die Taube einfach guckt. Unser Finlay. Kann ich auch langsam gehen? So. Ab ins Krankenhaus. Dieser schrottige Anhänger stand noch nicht hier, als ich das letzte Mal zur Arbeit gegangen bin. Er ist auch abgeschlossen. Verdächtig. Was verbirgst du, alter schrottiger Anhänger? Vielleicht ein Schatz? Wurde in dir eine Leiche beseitigt? Oder vielleicht 10 Leichen? Da, trägst du eine supergeheime Alien-Technologie in dir? Bist du das Alpha oder das Omega? Die Antwort auf diese Fragen des Universums? Los, gib deine Geheimnisse preis. Mein Gott. Alter Schwede. So, wir können hier rauf, wir können auch runter. Ah, oh, wie schön. Hier oben ist auch schön. Da unten nicht so mit dem Müll. Ich gehe da mal gucken.
Da ist ein Fahrrad drin. Und ein Fernseher. Toll, wer schmeißt denn sein Müll hier hin? Ehrlich, Menschen. Ah, dem Baum ist... an dem Baum ist eine Tafel. Diese alte Rinde steht seit der Gründung der Stadt Porcupine hier. Ninus Lafhonuratus, Gründer von Porcupine, hat ihn eigenhändig gepflanzt. Er war bekannt dafür, gerne Dinge zu verlegen und zu verlieren. Nach einer hunderttägigen Wanderung hat er diesen Ort errichtet. Er gründete die Stadt und baute sich ein Haus. Und an dem Tag, an dem er einziehen wollte, hat er seinen Schlüssel verloren. 40 Tage später fand er sie an dieser Stelle. Ist ja witzig. Das hätte ich auch sein können. Ja. Och, Mann. Zum St. Ursula Krankenhaus geht's hier lang. Voll niedlich das Bild. So ist die Bushaltestelle. Guten Morgen, liebe Bushaltestelle. Wie gerne würde ich schon vor einiger Zeit bei dir aussteigen. Ganz entspannt mit einem Kaffee in der Hand. Naja, vielleicht ja morgen. Mach's dir nicht zu gemütlich, Haltestelle. St. Ursula Hospital. Krankenhaus. Wir heilen, wenn sie heulen. Hehe. Wir heilen, wenn sie heulen. Das ist auch gut. Die Statue steht hier auch draußen. Von morgens bis abends bei Wind und Wetter. Beschwert hat sie sich noch nie. Wie machst du das nur? Ich vermute regelmäßigen Schlaf, ausgewogene Mahlzeiten, dreimal die Woche Sport. Klingt unrealistisch. Ach ja. So, da sind wir. Das Krankenhaus ist nicht riesig groß. Trotzdem kann man sich hier ab und zu verlaufen. Blöd nur, wenn man am Ende aus Versehen auf dem OP-Tisch landet. Also, liebe Kinder, immer auf die Schilder achten. Dann wollen wir mal zur Arbeit. So, da sind wir schon. Der gute alte Snackautomat. Er sorgt für das Frühstück auf die Hand. Oder für die Belohnung nach der Schicht. Natürlich ist er kaputt, seitdem ich hier arbeite. Aber hey, es ist wichtig, konstant im Leben zu haben. Auch wenn ich jetzt nichts gegen einen Schokodog hätte. Jeden Morgen strahlen sie mich an und machen sich über mich lustig. So wie sie es schon vor meiner Geburt getan haben. So wie sie es tun werden, wenn ich schon lange gegangen bin. Sie werden uns alle überleben. In tausende von Jahren werden fremde Wesen diesen Snackautomat ausgraben. Welchen Nutzen hatten dann diese Maschinen? Welche primitive Zivilisation hat dies geschaffen? Das werden sie sich fragen. Vielleicht werden sie mit ihrer weit entwickelten Technologie an die schmackhaften Leckerbissen herankommen. Du hast noch eine lange Zeit vor dir, Snackautomat. So, ab in Klamotten. Ah, Ursula. Guten Morgen, Kleiner. Du bist also wieder da. Guten Morgen, Ingrid. Ja, meinen Verletzungen geht's wieder besser. Ich habe natürlich von deinem Unfall gehört. Alle haben davon gehört. Man ist neugierig, was da oben im fünften Stock passiert. Das wüsste ich auch gern. Willst du meine Theorie hören? Na gut, schieß los. Vielleicht lieber nicht. Na gut, schieß los. Es klingt vielleicht etwas kompliziert, aber die Indizien sprechen für sich. Ich habe es mehrfach durchdacht und es ergibt alles Sinn. Und was denken Sie? Ich kenne dich jetzt erst seit ein paar Wochen. Ja, ich denke seit ein paar Wochen. Aber es muss etwas Spezielles mit dir zu tun haben. Ah, wirklich? Wie meinen Sie das? Naja, es gibt hier in Porcupine dafür einen Begriff. Ein eindringlicher Fachterminus, der versucht, gesellschaftliche und anthropologische Merkmale zu definieren.
Und zwar? Der Begriff ist Tollpatsch. Na. Nur, war nur ein Spaßkleider. Wie geht's Herrn anders? Der alte Brummkopf lebt noch. Liegt wieder gemütlich in seinem Bettchen auf der Station. Okay, das beruhigt mich sehr. Du bist zwar seit kurzem hier, aber durch diese Nacht kennt man dich jetzt. Du bist der Junge, der Überlebte. Sehr witzig. Aber im Ernst, es könnte sein, dass Leute noch Fragen an dich haben. Stell dich vorsichtshalber darauf ein. Wie dem auch sei, mein Kaffee kühlt hier vor sich hin. Und du solltest jetzt mal deine Schenkel auf deine Station schwingen. Im dritten Stock, falls deine Delle an der Rübe noch mehr Schaden angerichtet hat. Ich weiß, wo meine Station ist. Ah, das ist gut. Dann mal hopp, sonst reißt die Dr. Kukowski dir nämlich die Rübe ab. Sie haben recht, ich mache mich mal los. So. Nein, Ingrid? Ich habe heute das erste Mal ein Krankenhaus als Assistenzarzt betreten. Ingrid hat mich in Empfang genommen und mir alles grob erklärt. Sie ist die gute Seele des St. Ursulas und ich mache mir nur Sorgen um ihren Snack- und Kaffeeautomaten. Das hat man schon gelesen, ne? Genau. Alles klar. So. Ich gehe erstmal hier gucken. Treppe benutzen. Nein, ich wollte... Ah, Mann, ich will nicht die Treppe, ich wollte mit dem quatschen. Ist das hier gewesen? Ja, ne? Ich geh nochmal raus. Warte. So. Bist du gegen die Wand gerannt? Nein, ich hatte vor einigen Tagen hier einen Unfall. Ach, du bist der Neue. Philipp. Finlay. Finlay, stimmt. Ich habe davon gehört, sie soll ja einen ziemlichen Knall gegeben haben. Aber sie ist positiv. Bei dem maroden Stockwerk hättest du auch durch den Boden krachen können. Dann wärst du direkt bei uns in der Station im vierten Stock gelandet. Ich bin Antonin, bin der Pflege von oben in der inneren zweiten. Wie auch immer, ich muss weiter. Pass auf, wo du hintrittst, Finlay. Hier ist die Cafeteria. Ich geh mal da gucken, wo wir da hinkommen.